Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Alex Drives und heute schauen wir uns gemeinsam den Skoda Scalar Edition S an. Ein limitiertes Sondermodell, das Skoda in Zusammenarbeit mit der Abt Sportsline auf die Beine gestellt hat und ich wünsche euch vorab viel Spaß. Skoda Scalar hier Alt Edition S basiert normalerweise auf einem Scalar als Monte Carlo Edition. Das heißt, das Fahrzeug kommt aus dem Hause Skoda schon wirklich recht sportlich daher und Abt hat sich ihn dann geschnappt und ihn nochmal modifiziert. Sowohl im Exterieur, aber auch unter der Haube hat sich ein bisschen was getan. Und ich würde sagen, wir sprechen ganz kurz noch über die Monte Carlo Edition, was das denn generell bedeutet. Das heißt, wir haben hier keine Chrom-Applikation zum Beispiel im Exterieur. Es ist alles recht schwarz gehalten. Das erkennt man vor allem hier an dem Kühlergrill, komplett schwarz. Die Seitenspiegel sind ebenfalls komplett dunkel und wir haben selbstverständlich ein abgedunkeltes Dach. Und, was nicht fehlen darf, getönte Scheiben am Heck, die müssen für eine sportliche Variante immer sein. Er ist so ein kleiner Mini-RS, kann man auch sagen. Was heißt jetzt modifiziert? Wir haben hier an der Front zum Beispiel eine überarbeitete Schürze bekommen, die noch ein bisschen aggressiver sein soll. Normalerweise steht ein Monte Carlo serienmäßig immer auf 17 Zoll Felgen da. In der Abt-Version gibt es ein Upgrade auf 18 Zoll. Die Felgen kommen auch von Abt, sehen wirklich cool aus. Nicht wundern, das sind einfach nur Winterreifen, die wir jetzt hier aufgrund des Wetters aufgezogen haben. Wir haben ein Sportfahrwerk hier, das die Edition S nochmal um 15 mm senkt. Ansonsten am Heck kann man es vielleicht noch am besten bemerken, weil wir da auch das Abt-Logo natürlich drauf haben. Aber wir haben einen Dachkantenspoiler, der nochmal überarbeitet worden ist und unten auch wirklich sehr schwarz gehaltener Diffusor, der noch RS-typischer daherkommt als in der Monte Carlo Variante. Aber da sei dazu gesagt, dass der auch nur Auspuffblenden hat. Wenn ihr selber Interesse haben solltet an einem Scala allgemein oder an einem Scala als Monte Carlo Edition, dann schaut auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich euch mein Review zum Scala als Monte Carlo Edition verlinkt. Checkt das sehr gerne ab. Ansonsten hier zum Edition S, den wollen wir jetzt ein bisschen vergleichen mit der Monte Carlo Edition. Also was bringt das alles mehr oder was kostet das mehr und ob es dann auch wirklich Sinn macht, sich so ein Fahrzeug anzuschaffen statt dem Monte Carlo. Wir haben jetzt hier für den Edition S drei verschiedene Farben, die ihr auswählen könnt. Einmal das Velvet Rot hier am Vorhörwagen, ihr habt das Stahlgrau, was vor allem bei einem Octavia RS immer sehr beliebt ist. Und ihr habt noch das Black Magic Schwarz. Genau, das sind die drei Farben, die ihr wählen könnt. Der normale Monte Carlo hat normalerweise ein 1,5 Liter Vierzylinder TSI mit 150 PS. Der ist auch hier im Edition S drin, aber der wurde nochmal durch Chiptuning auf 40 PS gesteigert. Das heißt, wir haben jetzt hier 190 PS und auch am Drehmoment hat Abt noch ein bisschen geschraubt, ist auch um 40 Newtonmeter gestiegen auf insgesamt 290 Newtonmeter. Außerdem wiegt der Scala hier auch generell nicht wirklich viel. Das sorgt für ein Leistungsgewicht bei den 190 PS von 7,1 Kilogramm pro PS. Also auch das eigentlich wirklich eine ziemlich vernünftige Ansage. Ansonsten, was vielleicht auch hier für den Edition S nochmal extra spricht, ich habe ja vorhin gesagt beim Intro, das ist eine limitierte Sonderauflage und deswegen ist der Edition S hier limitiert worden auf 500 Stück. Also auch das auf jeden Fall relevant vielleicht bei einem potenziellen Kauf. Und deswegen wollen wir jetzt mal vergleichen, wie fährt sich der Edition S im Vergleich zu einem 150 PS TSI. Also das ist ja so die Frage, ob es dann Sinn macht, da wirklich abzugraden. Und deswegen steigen wir jetzt ein, fahren los und checken das aus. So Freunde, dann wollen wir endlich mal losfahren hier im Scala Edition S. Und wir können mal ganz kurz auch direkt vorab vergleichen im Interieur mit dem Monte Carlo, weil da muss ich mich dann sowieso schon sehr kurz halten, denn allzu viel gibt es hier, beziehungsweise fast gar nichts eigentlich gibt es hier wirklich zu vergleichen, denn das Fahrzeug sieht eigentlich im Inneren ziemlich genauso aus wie ein Monte Carlo. Das einzige Merkmal, das mir auffällt, dass das hier ein Edition S ist, ist das Symbol, das hier auf dem Wahlhebel drauf gemacht worden ist, statt der Zahlen. Ansonsten merke ich hier keinen großen Unterschied. Aber wir haben hier unser Sportlenkrad, das unten abgeflacht ist. Hier ist halt das Monte Carlo Emblem drauf. Aber gut, wir haben sehr coole Sportsitze, die ich auch schon im Monte Carlo Review sehr gelobt habe. Ist wirklich sehr bequem. Hier auch nochmal mit den roten Elementen. Generell hier auch das Lenkrad mit roten Ziernähten. Also passt dann auch ganz gut zur Exterior Außenfarbe mit dem Velvet Rot. Und generell auch hier Carbon Optik, so ein paar Elemente, die man dem Fahrzeug gegeben hat,
die einfach nochmal zeigen sollen, dass es hier ein bisschen sportlicher zur Sache geht. Das ist einerseits gut, andererseits ist das aber trotzdem, erhebt sich hier im Innenraum leider nicht so wirklich ab von dem normalen Monte Carlo hier, der Edition S, bis auf das Merkmal am Schaltwahlhebel. Das ist ein bisschen schade, vor allem ist es ein limitiertes Sondermodell, nur 500 Stück. Da hätte man vielleicht im Lenkrad zum Beispiel statt dem Monte Carlo das Edition S-Symbol hinmachen können. Oder hier vielleicht bei der Carbon-Optik am Armaturenfeld hätte man vielleicht auch irgendwie ein Abzeichen hinmachen können. Oder irgend sowas, dass das Fahrzeug einfach noch mal ein bisschen mehr kennzeichnet. Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich so im Innenraum habe. Das Wichtige jetzt hier vor allem ist auf jeden Fall das Fahren. Wir haben hier 40 PS mehr, wir haben 40 Newtonmeter mehr an Drehmoment. Und die Frage ist, wie sehr macht sich das bemerkbar, auch im Alltag vielleicht. Und da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie man fährt. Wenn man sich im Alltag recht effizient bewegt, dann spürt man hier keinen wirklich großen Unterschied, sage ich ehrlich gesagt, ob das jetzt hier eine 150 PS oder eine 190 PS Variante ist. Diese 190 PS spürt man dann vor allem, wenn man sie im hohen Drehzahlbereich ausnutzen will oder wenn man wirklich mal stark beschleunigt oder sehr spät schaltet, also hochschalten. Da merkt man dann schon, das Ding hat wirklich mehr Power. So im Alltag bei normalem, effizienten Fahren ist das nicht so spürbar. Also da muss man auch sagen, Leute, wenn ihr euch sowas zum Beispiel holt, dann erwartet nicht, dass euch diese 40 PS mehr hier das Ding komplett weghaut und ihr ein komplett anderes Fahrgefühl habt. Das ist nicht so. Aber was auf jeden Fall interessant ist, und da habe ich ja bereits den Gangwahlhebel angesprochen, den Scala als Edition S gibt es nur mit der 6-Gang-Handschaltung. Sehr cool, 190 PS, 6-Gang-Handgerissen. Für die Emotionen ist es auf jeden Fall perfekt. Macht auch wirklich sehr viel Spaß, wenn man da spät schaltet und wirklich Gas gibt. Da macht das Scala schon noch mal deutlich mehr Spaß als ein herkömmlicher Monte Carlo. Trotzdem ist es mir auch echt wichtig zu sagen, dass ihr jetzt vielleicht bei der Anschaffung nicht allzu viel erwarten solltet. Vor allem was die Leistung angeht, dass ihr da jetzt erwartet, dass er im Vergleich zum Monte Carlo da noch mal viel, viel besser abgeht. Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Fahrspaßtechnisch, wenn ihr wollt, habt ihr hier mit dem Edition S definitiv einen Vorteil. Er macht definitiv viel mehr Spaß, gerade weil er handgerissen ist. Und selbst die 150 PS Variante kann handgerissen auch schon echt Spaß machen. Also ne, DSG lasse ich mal jetzt außen vor, weil das trotzdem ist eher für Gemütlichkeit als Spaß steht. Aber handgerissen macht die 150 PS Variante auch schon Spaß. Hier habt ihr nochmal einen Ticken mehr Sportlichkeit drin. Aber da will ich auf jeden Fall vorweg sagen, dass ihr die Erwartungen da jetzt nicht so hoch stecken solltet und dass ihr irgendwie direkt damit rechnet, dass das Ding jetzt vollkommen abgeht. Das ist jetzt so im Alltag auch nicht wirklich spürbar. Verbrauchstechnisch mache ich jetzt nicht unbedingt fest, dass dieses Fahrzeug hier viel mehr verbraucht als ein normaler Monte Carlo mit 150 PS. Klar, man gibt automatisch ein bisschen mehr Gas so auf der Autobahn und sowas, wenn man halt weiß, das Ding kann mehr. Deshalb verbraucht er auf der Autobahn dann schon auch mehr, was aber nicht unbedingt am Auto liegt, sondern eher an dem Fahrer, der einfach weiß, er gibt mehr Gas. Das so, sonst merke ich keinen wirklichen Verbrauch. Er ist jetzt angegeben, kombiniert mit ca. 5 Liter. 5,5, 6 Liter sind eigentlich überhaupt kein Problem mit dem Fahrzeug hier im Alltag zu bewegen. Auf der Autobahn habe ich mich jetzt so bisher bei 6,5 Liter bewegt, was auch vollkommen in Ordnung ist. So, 0 auf 100 wollen wir gleich mal ausprobieren hier. Ja, drehen die Reifen durch. Aha. Also den dritten muss man auf jeden Fall noch schalten und dann hat er die 100 auch drin. Es fühlt sich auf jeden Fall schneller an als der TSI mit den 150 PS. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Das geht schon echt sehr gut vorwärts. Gerade dann ab 3000 Umdrehungen, sage ich mal, merkt man dann wirklich, dass da ein bisschen mehr Leistung dahinter steckt. Es wurde halt nur ein Chip-Tuning gemacht. Also was den Sound angeht, wir haben immer noch denselben Motor. Soundtechnisch ändert sich hier nicht wirklich was. Also der Sound bleibt gleich, egal ob Sportmodus oder sowas. Es ist lauter, klar, aber es ist halt auch nur 1,5 Liter TSI laut. Das ist jetzt nichts Großes oder Spezielles hier. Was vielleicht noch echt cool wäre, vielleicht so eine Art Soundgenerator wie im Octavia RS, damit man im Innenraum vielleicht nochmal ein cooleres Gefühl hat beim Beschleunigen oder noch mehr Emotionen. Weil wirklich Emotionen vermittelt eigentlich nur das Schaltgetriebe, der Motor an sich jetzt nicht so. Sound bleibt halt deswegen auch gleich. Und die Emotionen gehen dann eher so aufgrund der Schaltung hin. Aber wenn du dir einen Monte Carlo nimmst mit 150 PS, auch als Schaltgetriebe, dann ist das von den Emotionen hinterher eigentlich gleich, muss ich sagen.
So, Freunde, wir konnten den Scalar jetzt fahren, ein bisschen testen und ihn ein bisschen vergleichen mit dem Monte Carlo, jetzt die Edition S. Und ich muss sagen, wir sollten auf jeden Fall mal kurz den Preis heranziehen, um dann in Relation zum Monte Carlo festzustellen, ob das alles überhaupt Sinn gemacht hat. Man darf aber nicht vergessen, das Auto ist jetzt mittlerweile ein Jahr alt, aber es sind auch nur 500 Stück und er ist limitiert. Fangen wir mit dem Preis an. Vor einem Jahr gab es den Scala, so wie er dasteht hier, als Abt in der Edition S für knapp 35.000 Euro. Bisschen darunter, da hast du ihn dafür bekommen. Und jetzt im Vergleich zur Monte Carlo Edition musste man damals tatsächlich knapp 5.000, sogar ein bisschen mehr draufzahlen, um dann praktisch von der Monte Carlo Edition mit den 150 PS hier auf einen Abt Scala abzugraden. Vor einem Jahr hätte ich jetzt auf jeden Fall gesagt, das ist definitiv zu teuer. Ich meine, klar, das Auto macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß, hat optisch ein paar Änderungen, auch wenn es nicht so viele sind. Gerade im Innenraum ist es echt sehr dezent. Von außen ist es schon optisch was anderes, aber man muss schon genauer gucken, wenn das Abt-Logo zum Beispiel nicht da wäre, ob das auch wirklich ein Abt ist, sagen wir mal so. Wenn ihr Interesse haben solltet, aktuell, jetzt ein Jahr später, kriegt man so ein Abt-Scala schon für unter 30.000 Euro, also auch so viel wie ein Scala kostet in der Monte Carlo Edition. Das geht dann, wie ich finde, dann schon eigentlich sehr in Ordnung. Solltet ihr Interesse haben an einem Scala oder generell einem Skoda, dann schaut gerne unten in die Videobeschreibung des Autos. Motornützel hat mir den Scala hier netterweise zur Verfügung gestellt. Sollte euch doch noch viel mehr zum Scala interessieren, wie das Platzangebot oder das Kofferraumvolumen, dann checkt, wie gesagt, das Review unten von mir ab. Da bin ich den Scala als Monte Carlo Version und den 110 PS gefahren. Und man merkt ja auch, 500 Stück limitiert, trotzdem 35.000 Euro am Anfang verlangt und es sind immer noch welche übrig. Ich denke, das sagt schon aus, der Preis wohl doch am Anfang etwas zu hoch war. Ich finde, jetzt ein Jahr später eingefahrenes Auto, dann hat man schon einen echt attraktiven Preis und es lohnt sich dann auch nochmal im Vergleich zur Monte Carlo Edition. Aber Leute, wie gesagt, das war's von mir. Haut rein, wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao.